Zum Thema Linsen im Bereich der geometrischen Optik. Wir beginnen mit Wortschatz. Mithilfe der Sonnenstrahlen kann man mit einer Lupe, das ist eine Sammellinse, am Punkt F ein Feuer entzünden und deshalb nennt man diesen Punkt F Brennpunkt der Linse. Wir werden uns hier ausschließlich mit solchen Linsen beschäftigen, mit Bikonvex-Linsen und Bikonkav-Linsen. Dieser Punkt C, das ist der Mittelpunkt der Linse. Diese Punkte F1 und F2, auch hier F1 und F2, das sind die Brennpunkte der Linse. Die Gerade F1, F2, das ist die optische Achse der Linse. Der Abstand zwischen Mittelpunkt und einem Brennpunkt, den wir mit klein f bezeichnen, das ist die Brennweite der Linse. Ein Strahl R1, der parallel zur optischen Achse verläuft, heißt Parallelstrahl. Ein Strahl wie hier R2, der einen Brennpunkt enthält, nennt man Brennstrahl. Ein Brennstrahl enthält also F1 oder F2. Und ein Lichtstrahl, der den Mittelpunkt der Linse enthält, heißt Mittelpunktstrahl.